Volkswirtschaftslehre in Linz studiert. Am Institut für Philosophie sind wir der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zugeordnet. Das heißt, unser Hauptarbeitsschwerpunkt ist eigentlich die Philosophie der Sozialwissenschaften, das heißt sowohl Sozialphilosophie und insbesondere aber auch wissenschaftstheoretische Fragen, insbesondere im Bereich der Sozialwissenschaften. Nachdem man solche wissenschaftstheoretischen Fragen ganz schwer diskutieren kann, wenn man keine Ahnung hat von sozusagen echter Sozialwissenschaft, ist das nicht das Einzige, mit dem ich mich befasse. Ich mache auch sozusagen normale Forschung, die nicht von der Metaebene, nicht von dieser philosophischen Vogelperspektive herkommt, und zwar notgedrungen auch irgendwie in allen Bereichen, Theorie, quantitativ, qualitativ, alles ist irgendwo zu finden, wenn Sie es interessiert. Gucken Sie einfach, geben Sie Jakob Kapelle in Google ein, dann kommt meine Homepage, dann können Sie sich das alles anschauen. Heute geht es um Pluralismus in der Ökonomie, das ist ja quasi irgendwie die große Agenda dieser internationalen Studierendenbewegung, die jetzt gerade kurz angesprochen wurde, und ich möchte aus einer philosophischen Perspektive, aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive fragen, ist das eine sinnvolle Forderung? Wenn ja, wie könnte man das begründen? Wenn nein, warum muss man das eigentlich als Forderung ablehnen? Die Agenda für heute, ich wurde gebeten, so eine Stunde sie niederzulabern und dann für eine Diskussion zur Verfügung zu stehen. Meine Agenda ist daher ein bisschen kürzer. Am Anfang möchte ich reden über Pluralismus und Wissenschaft oder Pluralismus und Wissenschaftstheorie. Ich möchte fragen, braucht die Wissenschaft den Pluralismus? Wie gesagt, wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Und dann möchte ich ein bisschen was sagen zum Wesen der Ökonomie. Ich möchte eine neoklassische Antwort auf die Frage, was ist denn eigentlich das Wesen der Ökonomie, vorstellen und ihre Folgen aus wissenschaftstheoretischer Sicht ein bisschen skizzieren. Und dann würde ich gerne schließen mit einem kurzen Blick auf die paradigmatische Struktur der Ökonomie, weil ich mir denke, das könnte ein ganz attraktiver Einstieg sein in unsere gemeinsame Diskussion. Beginnen wir also beim ersten Punkt, Pluralismus und Wissenschaftstheorie, beziehungsweise bei dieser eingangs schon vorformulierten Frage, braucht die Wissenschaft eigentlich den Pluralismus? Naja, wenn wir so in ein wissenschaftstheoretisches Standardlehrbuch schauen, dann werden wir dort relativ früh so zentrale Ziele wissenschaftlichen Denkens finden, und unter diesen zentralen Zielen finden sich normal die folgenden. Wir wollen in den Sozialwissenschaften, aber überhaupt in den empirischen Wissenschaften im Allgemeinen, gerne Erklärungen bereitstellen für empirische Vorgänge. Und wenn man sich das genau ansieht, findet man, naja, solche Erklärungen sind Antworten auf Warum-Fragen und geben daher immer eine Ursache an, und eine solche Ursache beruht am Ende des Tages auf einer gesetzesförmigen Behauptung oder einer Hypothese. Ja, also ein Beispiel, wenn wir im Alltag sagen, warum ist unser Kollege Hans im Krankenhaus, warum hat er sich eine schwere Vergiftung zugezogen, dann könnte ein wissender Kollege oder eine wissende Kollegin sagen, naja, der hat die falschen Pilze gegessen, der hat das Schwammerlgulasch mit den Knollenblätterpilzen gegessen, und im Alltag ist das für uns eine befriedigende Erklärung. Na gut, der ist jetzt, hat eine Vergiftung, weil er diese Pilze gegessen hat, aber die Erklärung ist eigentlich sozusagen nicht ganz vollständig, weil was machen wir, wenn wir das hören? Wir ergänzen im Kopf ein Gesetz, wir sagen, denken uns sowas wie, naja, wenn eine Person X mehr als, also für alle Personen X gilt, wenn X mehr als so und so viel Knollenblätterpilz ist, naja, dann erleidet er eine schwere Vergiftung, sonst ist die Aussage, Hans hat diesen und jenen Pilz gegessen, ja gar nicht sinnvoll. Das heißt sozusagen, so ein wissenschaftstheoretischer Standardsatz wäre, im Hintergrund jeder Erklärung steht ein Gesetz, eine allgemeine Aussage der Form, wenn A der Fall ist, na dann ist auch B der Fall. Und wenn wir dann bei diesen Zielen weiterlesen, stellen wir fest, na, wir wollen nicht nur Erklärungen für empirische Vorgänge finden, sondern wir wollen möglichst uns diese Gesetze genau ansehen, die im Hintergrund stehen, und wir wollen möglichst weitreichende Gesetze finden mit möglichst hoher Erklärungsmacht, denn solche sind irgendwie besser als solche mit geringerer Erklärungsmacht. Und was sich darin ausdrückt, ist irgendwie die Suche nach immer allgemeineren, immer vollständigeren Theorien. Ja? Newton war großartig, weil er nicht nur das aus seiner Theorie ableiten konnte, was wir schon wussten, zum Beispiel Galileis Fallgesetz, können Sie in vier Zeilen aus Newton ableiten, sondern er hat auch ganz viele neue Dinge mit seiner weitreichenden Theorie erklärt, die über die alten Aussagen von Galilei hinausgehen.
Ja, und dann können wir dieselbe Geschichte über Einstein erzählen. Einstein ist deshalb berühmt, weil er eine Theorie gefunden hat, die eben allgemeiner ist als die Newton'sche, die auch für Fälle gilt, in denen die Newton'sche Theorie versagt. Ja, die kommen in Erden ja nicht so oft vor und da gibt es keinen Unterschied, aber draußen im Universum macht das manchmal einen Unterschied, ob ich Einstein oder Newton als Basis hernehme. Einstein ist allgemeiner, darum ist er berühmt. Wenn man diese grundsätzliche Zielsetzung jetzt einfach mal so übernimmt, dann könnte man eigentlich zu dem Gedanken kommen, naja, die Suche nach so immer allgemeineren Theorien ist am Ende des Tages sowas wie eine monistische Zielsetzung, weil wenn ich die allgemeinste Theorie gefunden habe, dann brauche ich ja eigentlich nur mehr eine. No? Und das könnte man jetzt so ausdrücken wie Kellert, Longenon und Waters, die sagen, the ultimate aim of a science is to establish a single, complete and comprehensive account of the natural world or the part of the world investigated by the science based on a single set of fundamental principles. Jetzt muss man zur Ehrenrettung dieser drei Autorinnen sagen, sie glauben das selber nicht. Ja? Aber sie wollen eben diese oberflächliche Interpretation dieses Ziels zum Ausdruck bringen und fassen das schön zusammen. Ist jetzt Wissenschaft wirklich monistisch, wie es in diesem Zitat ein bisschen angedeutet wird? Ich meine, man kann aus kritisch-rationalistischer Sicht, also im Rückgriff auf Popper, Albert und Konsorten, drei zentrale Einwände gegen diese These, Wissenschaft sei monistisch, führen. Und der erste dieser Einwände ist der prinzipielle Einwand, der sagt, es gibt so etwas wie eine allgemeinste Theorie überhaupt. Wie kommt man auf diese Behauptung? Nein, man geht aus vom wissenschaftstheoretischen Postulat des Fallibilismus und das sagt, jede unserer empirischen Aussagen ist potenziell fehlbar. Im Hintergrund steht die Idee, dass es in den empirischen Wissenschaften so etwas wie einen sicheren Wahrheitsbeweis nicht gibt. Ja? Da könnte man jetzt ins Detail gehen, die Intuition wäre die folgende, sie nehmen eine Aussage A und sagen, die ist wahr und dann kommt jemand, ein Skeptiker, eine Skeptikerin und fragt, warum? Und sie verweisen, naja, weil ja auch B gilt und B führt zu A. Naja, dann kann aber der Skeptiker oder die Skeptikerin wieder fragen, warum? Kleine Kinder machen das gerne, ich habe die frei, ich weiß genau, wie schwierig das dann ist. Die fragen dann noch einmal, warum und dann sagt man, naja, wegen C. Und dann kann man immer noch mal rumfragen und Sie sehen es schon, das Ganze kann, es kann passieren, dass das Ganze nie aufhört. Und das wäre dann der infinitive Regress, dass das unendlich weitergeht. Oder es könnte passieren, dass wir einfach sagen, ja, Aussage C gilt, weil Aussage D gilt und Aussage D gilt jetzt ganz sicher, da will ich keine Diskussion mehr haben. Dann erheben wir eine Aussage zum Dogma. Ja, das machen die Leute in der Religion zum Beispiel. Und anscheinend auch manchmal in der VWL, weil sonst hieß es ja nicht Dogmengeschichte. Und die dritte Möglichkeit ist, dass wir irgendwann in dieser Reihe an Antworten wieder bei Aussage A landen und dann haben wir einen Zirkelschluss. Und diese sozusagen drei Möglichkeiten, die alle unbefriedigend sind, die hat Hans Albert als das Münchhausen-Dilemma gekauft und so eine Möglichkeit demonstriert, wie man dieses Postulat des Fallibilismus untermauern kann. Wenn also alle unsere Aussagen potenziell fehlbar sind und wir dieses Postulat, dass unsere Aussagen fallibel sind, akzeptieren, naja, dann ist es so, dass es immer Verbesserungsmöglichkeiten gibt, egal wie weit eine Theorie schon fortgeschritten ist. Und wenn es immer Verbesserungsmöglichkeiten gibt, dann ist so eine Idee von einer allgemeinsten oder einer vollständigen, einer kompletten Theorie als Ende der Wissenschaftsgeschichte, als Ultimate Aim, wie es hier steht, eigentlich nicht vorstellbar, eigentlich undenkbar. Jetzt könnte man natürlich kommen und sagen, naja, jetzt suchen wir nach immer allgemeineren Theorien, stellen aber fest, dass es die allgemeinste so nicht gibt. Warum suchen wir dann? Na, die kritisch-rationale Antwort wäre, die Suche nach immer allgemeineren Theorien ist als Prozess erstrebenswert, weil sie uns sozusagen erstmöglich zu neuen Erkenntnissen führt, oder erst wahrscheinlich, aber dieser Prozess hat eben keinen Endpunkt. Das Beschreiten des Weges selbst ist das Ziel und es gibt in dieser
denke, keinen Abschluss, kein Ende der Wissenschaftsgeschichte. Das ist der erste Einwand gegen ein monistisches Wissenschaftsverständnis und ich nenne ihn den prinzipiellen Einwand, der einfach prinzipiell sagt, so etwas wie eine allgemeinste oder vollständige Theorie ist eigentlich nicht vorstellbar. Mein zweiter Einwand wäre der empirische Einwand und der beruft sich auf die Vielschichtigkeit der Realität. Ja, wenn wir die Realität da draußen beobachten, dann sehen wir, die empirische Realität, die hat ziemlich verschiedene Aspekte, sie ist facettenreich, man kann verschiedene Perspektiven einnehmen, um soziale Vorgänge zu betrachten und das erscheint, zumindest gegeben den heutigen Wissensstand der Sozialwissenschaften, sehr unwahrscheinlich, allgemeine Theorien zu finden, die all diesen Facetten Rechnung tragen können. In der Wissenschaftstheorie ist, um dieses sozusagen Problem zu beschreiben, die Idee entwickelt worden, dass wir unterschiedliche Theorien verstehen können, wie unterschiedliche Landkarten, die wir für verschiedene Zwecke nutzen. Ja, wir nutzen den Autoatlas, um zum Berg zu fahren und die Wanderkarte, um dort zu wandern und so weiter und so fort. Und ganz genauso wie bei den Landkarten ist es dann vielleicht auch bei den Theorien so, dass verschiedene Theorien über denselben Gegenstand nicht immer und notwendigerweise antagonistisch sind, also sozusagen miteinander konkurrieren, sondern sie verhalten sich vielleicht auch komplementär oder neutral zueinander, weil sie eben ein gewisses Phänomen, ein gewisses behandeltes Objekt immer nur teilweise abbilden können. Versuchen wir das an einem Beispiel zu illustrieren. Wir haben irgendein ökonomisches Phänomen P und wenn wir dann fragen, warum gibt es denn das eigentlich? Wo kommt das her? Na, dann werden wir feststellen, dass es mehr als nur eine Ursache gibt, die sozusagen zu P führt, dass wir verschiedene Ursachen in verschiedenen Lebensbereichen und Kontexten festmachen können, die uns zu diesem Phänomen P bringt. Und auch wenn wir sozusagen P gar nicht erklären wollen, sondern fragen wollen, na, jetzt ist P, beobachten wir, wohin führt denn das? Dann haben wir dasselbe Problem. Wir stellen fest, ein gewisses ökonomisches Phänomen hat sozusagen nicht unbedingt einen eindeutigen Effekt, sondern möglicherweise eine Vielzahl von Folgen, eine Vielzahl von Wirkungen, die zu berücksichtigen sind im Sinne einer ganzheitlichen Analyse. Naja, und dann, wenn ich sozusagen eine Vielzahl von Ursachen und eine Vielzahl von Folgen habe, dann habe ich vielleicht eben eine facettenreiche Realität, die sich nicht komplett in eine Theorie stecken lässt. Gehen wir noch einen Abstraktionsschritt runter und versuchen es mit einem konkreten ökonomischen Phänomen, dem Anstieg ökonomischer Ungleichheit. Wenn wir da ein bisschen sozusagen in die sozioökonomische Literatur im weiteren Sinne schauen, naja, dann werden wir eine Reihe verschiedener Gründe für den Anstieg ökonomischer Ungleichheit finden. Zum Beispiel können wir in die Steuerpolitik schauen und sehen, da kam es in den letzten 20, 30 Jahren zu einer Entlastung von hohen Einkommen und Vermögen und das könnte ja die Nettoverteilung am Ende des Tages beeinflussen. Oder wir können die Globalisierung hernehmen und sagen, naja, die Globalisierung macht die Produktionsfaktoren mobil, aber Kapital ist traditionell viel mobiler als Arbeit, dann kommt es zu einer Machtverschiebung und diese Machtverschiebung ändert die Einkommensverteilung. Oder wir können Macht direkt adressieren und uns fragen, naja, wenn jetzt die Gewerkschaften immer niedrigeren Organisationsgrad haben, dann verlieren sie Macht. Wie wirkt sich das aus auf ihre Bargaining-Situation? Wie wirkt sich das auf ihre Verhandlungssituation? Wenn niedriger Organisationsgrad diese Verhandlungssituation schwächt, naja, dann haben wir auch hier wieder einen Faktor, der uns steigende Einkommensungleichheit erklärt. Ein weiterer Faktor wäre der technologische Wandel. Naja, was ist da gemeint, wenn sozusagen die Technologie, die Anforderungen, also wenn sozusagen die Technologisierung der Arbeitsplätze steigt, dann geht das einher mit erhöhten Bildungsanforderungen und Bildung wird dann zu einem Verstärker ökonomischer Ungleichheit, weil nur jene Menschen dann gut verdienen, die diese Bildungsanforderungen erfüllen und jene, die sie nicht erfüllen, fallen verstärkt durch den Rost. Auch das könnte zu einer zunehmenden Spreizung von Einkommen und Vermögen beitragen. Und zuletzt
beobachten wir eine immer stärkere Hierarchisierung der Arbeitswelt. Das wäre, wenn Sie so wollen, ein soziologischer Punkt, dass Betriebe nicht mehr so homogen sind wie früher, dass die Hierarchien in den Firmen steiler geworden sind, vielleicht sozusagen nicht in jedem Arbeitsablauf, aber im Sinne einer Machtstellung. Und dort beobachten wir dann, naja, dass wir ganz unten in den Betriebshierarchien Leute haben, die eben nicht mehr genug verdienen, um ihr Auskommen zu leisten. Das wären dann die Working Poor. Und ganz oben beobachten wir das, was Thomas Piketty die Grabbing Hand nennt, also Leute, die sich ihre Gehälter selbst festsetzen im Wesentlichen und sozusagen dazu zu einer Spreizung nach oben beitragen. Und auch wenn wir sozusagen... Und auch wenn wir sozusagen auf die Ebene der Folgen ökonomischer Ungleichheit gehen, beobachten wir dasselbe. Wir beobachten eine Reihe von Folgen, die sehr divers sind und sehr unterschiedlich sind und wo es eben unwahrscheinlich ist, dass alle diese Folgen von einer einzigen Theorie erfasst und abgebildet sind. Naja, man könnte zum Beispiel ganz klassisch argumentieren, dass mehr ökonomische Ungleichheit aus makroökonomischer Perspektive zu einer geringeren Nachfrage führt, weil Leute mit weniger Einkommen höhere marginale Konsumneigungen haben. Oder man könnte argumentieren, dass eine höhere Ungleichheit zu höheren Armutsquoten führt, was wiederum dazu führen würde, dass wir zu einer krankeren Gesellschaft werden, weil wir wissen, dass Armut und Krankheit korreliert. Oder wir könnten in die Ebene der Politik schauen und feststellen, dass dort, wo die Vermögens- und Einkommensverteilung ungleicher ist, diese ökonomischen Eliten, die daraus entstehen, auch wesentlich mehr Macht besitzen in der Gesellschaft, ihre Interessen durchzusetzen. Oder wir könnten fragen, was bewirkt denn eigentlich eine steigende ökonomische Ungleichheit für die individuelle Zufriedenheit? Und da stellen wir fest, dass bei der individuellen Zufriedenheit ein Anstieg der Ungleichheit zu einem aggregierten Rückgang der individuellen Zufriedenheit führen kann, obwohl die Wirtschaft wächst und die durchschnittlichen Einkommen steigen. Wie könnte man das jetzt verstehen? Na, überlegen Sie, wenn die Wirtschaft wächst, aber so wie zum Beispiel in den USA die ganzen Einkommenszuwächse, die entstehen, nur an die oberen 10% der Bevölkerung gehen, naja, dann fühlen sich die unteren 90% vielleicht schlechter, weil sozusagen die sozialen Unterschiede, die ja durchaus beobachtet werden von den Menschen oder beobachtet werden können, weil die zunehmen. Na, und wenn mein eigenes Einkommen stagniert und ich sehe, wie es anderen, denen es vorher schon besser ging, jetzt noch immer besser geht, dann könnte es sein, dass ich am Ende des Tages unglücklicher bin als vorher. Zuletzt hat steigende Ungleichheit Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Ganz einfach gesagt könnte man sagen, naja, wenn oben mehr Vermögen vorhanden ist, dann gibt es mehr Spielgeld für die Finanzmärkte, mehr Kapital auf der Suche nach attraktiven Veranlagungsmöglichkeiten und damit am Ende des Tages mehr Spekulation. Naja, und zugleich beobachten wir, dass stagnierende oder fallende Löhne in den unteren Einkommenssegmenten halt irgendwann dazu führen, dass ein gewisser Teil, der von diesen sinkenden Löhnen betroffen ist, irgendwann die eigenen Kredite nicht mehr bedienen kann. Sprich, wir haben einen Anstieg der faulen Kredite am unteren Ende der Einkommens- und Vermögenskarte. Also Sie sehen, ein einzelnes ökonomisches Phänomen, Anstieg ökonomischer Ungleichheit, hat, und das sind jetzt sicher nicht alle, eine Vielzahl diverser Ursachen, wie eben auch eine Vielzahl recht diverser Folgen. Und wenn wir uns jetzt fragen, wo docken denn einzelne ökonomische Theorien in diesem Konglomerat an, naja, dann könnten wir zum Beispiel sowas sagen wie die alte Keynesische Theorie dockt an diesem Aspekt der makroökonomischen Betrachtung an und sagt uns, naja, wir können erklären, warum eine größere Ungleichheit zu geringerer Nachfrage führt. Oder wir können uns
nochmal dieses Argument zur individuellen Zufriedenheit ansehen und dann werden wir in der evolutionären Ökonomie eine Reihe von Arbeiten finden, wo man versucht, die Evolution von aktuellen Konsumniveaus und Aspirationsniveaus gleichzeitig zu modellieren. Während wenn die Aspirationsniveaus, also das, was man konsumieren will, im Modell stärker und schneller steigen als die tatsächlichen Konsumniveaus, dann geht es allen Leuten schlechter, weil die Nettozufriedenheit ergibt sich aus dem Unterschied zwischen dem, was ich erreichen will und dem, was ich am Ende des Tages tatsächlich erreiche. Und wenn wir sozusagen fragen, wo dockt denn die neoklassische Theorie hier am ehesten an, dann würde ich das hier verorten. Sie wissen es vielleicht, als Hauptursache in der neoklassischen Literatur für den Anstieg der Einkommensungleichheit gilt der technologische Wandel. In der Fachsprache heißt das dann Skill Biased Technological Change. Der technologische Wandel ist Skill Biased. Jene mit geringen Skills verlieren, jene mit großen Skills gewinnen. Soweit so nachvollziehbar? Gut. Lassen Sie uns also das ein bisschen zusammenfassen, diesen empirischen Einwand zur Vielschichtigkeit der Realität. Wir haben gesehen, ökonomische Phänomene haben eine Reihe ganz diverser Ursachen, eine Reihe ganz diverser Folgen und irgendwie müssten wir als Ökonominnen und Ökonomen doch diese Vielschichtigkeit der Realität berücksichtigen können oder mit ihr zurechtkommen. Und einer, der sich diese Frage oftmals gestellt hat, ist Kurt Wilhelm Rothschild, der ja auch gern als der Doyen der österreichischen Nationalökonomie bezeichnet wird und leider vor einigen Jahren verstorben ist. Und Rothschild hat sich ganz stark mit dieser Frage der Vielschichtigkeit der Realität befasst und daraus auch ganz konkret eine Rechtfertigung pluralistischer Attitüden im ökonomischen Denken abgeleitet. Er sagt uns zum Beispiel in einem autobiografischen Artikel: A plurality of paradigms in economics and in social sciences in general is not only an obvious fact, but also a necessary and desirable phenomenon in a very complex and continually changing subject. Und genau diese Komplexität und dieser kontinuierliche Wandel sind Aspekte, die eben die soziale Realität facettenreich machen und genau das versucht Rothschild hier anzusprechen. In the very same way, sagt er uns auch, economics is by necessity a multi-paradigmatic science. Several theoretical structures exist side by side and each theory can never be more than a partial theory. Und dann sind wir wieder zurück bei unserem Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, verschiedene Theorien müssen nicht in jedem Punkt immer konkurrieren, müssen nicht in jedem Punkt antagonistisch sein. Es kann sein, dass sie sich ergänzen, dass sie komplementär sind, dass sie neutral zueinander sind und wir müssen uns immer vorsichtig fragen, wie ist jetzt die eine Partial Theory, die eine Theorie, die den Gegenstand teilweise abdeckt, mit der anderen in Kombination zu sehen. Damit komme ich zu meinem dritten Einwand gegen ein monistisches Wissenschaftsverständnis. Der dritte Einwand ist der praktische Einwand und beruft sich auf das, was man in der Wissenschaftstheorie normal das Problem der rationalen Theoriewahl nennt. Also wenn ich jetzt zu einem gegebenen Gegenstand mehrere Theorien vorliegen habe, wie kann ich eine Wahl treffen, welche Theorie ist die beste? Und jetzt können die Wissenschaftstheoretiker dazu eh nicht immer so viel sagen, aber sie können etwas recht Allgemeines dazu sagen, nämlich, dass zur Auswahl der relativ stärksten und besten Hypothesen einmal alle Kandidaten gleichmäßig entsprechend berücksichtigt werden müssen. Das heißt sozusagen, eine gewisse Vielfältigkeit, ein gewisser Pluralismus in der Theoriewahl, im Bereich der Theorien, den ich in die Analyse einschließe, ist eine Vorbedingung jeder seriösen empirischen Untersuchung. Dabei kommt den zu untersuchenden Hypothesen keine Autorität zu, auch wenn sie schon lang verwendet werden oder wenn mal irgendjemand berühmter sie aufgestellt hat, sondern sie sollten alle gleichmäßig berücksichtigt und nach denselben Prinzipien beurteilt werden. Und was man daraus natürlich ableiten kann für die Praxis ist, dass verschiedene Hypothesen oder Theorien
auch im akademischen Diskurs einigermaßen ausgewogen repräsentiert sein sollten, weil es sonst ziemlich schwierig wird, diese Bedingung hier zu erfüllen. Damit kann ich, denke ich, meine eigenen drei Einwände hier gegen ein monistisches Wissenschaftsverständnis zusammenfassen. Wir haben gesagt, wenn man so diese Ziele der Wissenschaft unreflektiert betrachtet und oberflächlich interpretiert, naja, dann könnte man zu dem Eindruck kommen, die Wissenschaft hat eine monistische Zielsetzung, nämlich die Suche nach einer perfekten Theorie. Ich meine, das ist ein zu simplistisches Bild. Ich glaube, drei zentrale Einwände stehen diesem simplistischen Bild entgegen, nämlich erstens der prinzipielle Einwand, der besagt, dass ein solches Ziel sowieso nicht erreicht werden kann. Zweitens der empirische Einwand, der sich auf die Vielschichtigkeit der Realität bezieht und besagt, dass man so immer irgendwelche Verkürzungen, die potenziell auch problematisch sind, in Kauf nehmen muss. Und drittens sagt uns der praktische Einwand, dass eine solche Zielsetzung dem Fortschritt unseres Wissens eher entgegensteht, weil sie sozusagen dazu Anlass gibt oder dazu anregt, berechtigte Alternativen im Bereich der Theorie einfach zu ignorieren. Und daher würde ich meinen, die Frage, ob die Wissenschaft den Pluralismus braucht, kann man mal vorläufig mit einem Ja beantworten. Wie Ökonomie praktiziert wird und inwiefern und ob die Ökonomie diesen Kriterien gerecht wird oder diesen Einwänden Rechnung trägt. Und jetzt ist die Ökonomie natürlich ein Riesenfach und man muss irgendeine Entscheidung treffen, wo man anfängt. Und Popper hat einmal gesagt, es ist sinnvoll, am Anfang anzufangen. Und ein Anfang ist die Definition, die Lyell Robbins 1835 in seinem Essay on the Nature and Significance of Economic Science liefert, wo er sagt, Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Also wir haben knappe, beschränkte Mittel und konkurrierende Ziele. Es geht also in der Ökonomie um Ziel-Mittel-Relationen. Das ist der Kern der Disziplin nach Robbins. Naja, wenn Sie in die sozusagen theoriegeschichtliche Literatur schauen, dann werden Sie dort finden, dass diese Definition von Lyell und Robbins durchaus als wegweisend gilt für die weitere Entwicklung der Ökonomie. Über die Definition Ökonomie als Studium von Ziel-Mittel-Relationen, in dem es immer um knappe Mittel und konkurrierende Ziele geht, legitimiert die Etablierung dieser Trias von Knappheit, Optimierung, Gleichgewicht. Sie etabliert das Prinzip des methodologischen Individualismus und sie etabliert uns Effizienz als zentralen normativen Bezugspunkt der Theorie. Ja, weil die Frage nach einer möglichst optimalen Ziel-Mittel-Relation letztlich immer eine Frage nach der Effizienz ist. Nebenbei hat diese Definition und die damit einhergehende Etablierung der Trias Knappheit, Optimierung, Gleichgewicht auch einen weiteren Vorteil. Sie lässt sich mit einem bekannten formalen Approach bearbeiten, nämlich sozusagen in Gymnasialsprache ausgedrückt mit Extremwertproblemen. Ja, wir haben Maximierungsprobleme und diese Maximierungsprobleme haben wir, weil wir Ökonomie so definiert haben, dass wir am Schluss dann Maximierungsprobleme haben. Das heißt sozusagen, diese Definition ist nicht nur inhaltlich wegweisend, sie ebnet auch den Weg für die Mathematisierung der Ökonomie und ich denke mal, das kann man nicht direkt zeigen, aber schön illustrieren mit einem Verweis auf Mirowskis Artikel The When, The How and The Why of Mathematical Expression in the History of Economics. Und da sehen wir sozusagen die Prozentanteil mathematisch geprägter Artikel in drei zentralen Journalen, zwei amerikanischen, QGE und Journal of Political Economy und einem britischen. Und da sehen wir das genauso rund um die Zeit, wo Robbins schreibt, also etwa hier die Anzahl der mathematischen Artikel nach oben geht. Ja? Und das ist quasi genauso der Zeit, wo sich dieses
Maximierungsmodell immer stärker und immer hegemonialer und immer dominanter in der Disziplin etabliert. Man sieht übrigens auch, dass sozusagen die Veränderung, die durch diese Definition entsteht oder eher im Kontext derselben historischen Bewegung in der Disziplin, in den angelsächsischen, in den USA stärkere Ausprägungen hat als in Großbritannien. Woran liegt das? Das liegt daran, dass in der Zwischenkriegszeit in den USA noch die institutionalistischen Ökonominnen viel dominanter waren und viel stärker waren, etwas, was dann vor allem im und nach dem Zweiten Weltkrieg aufhört. Wie ist es jetzt, diese Robinsche Definition im historischen Kontext zu verstehen? Was verändert sich durch diese Definition in der Ökonomie? Na, wenn wir das vergleichen mit älteren Definitionen, zum Beispiel jener von Marshall, dann stellen wir fest, dass bei Marshall Ökonomie noch die Beforschung oder die Erforschung bestimmter Arten von Tätigkeiten war, die ökonomischen Charakter hatten. Kaufen, produzieren, handeln, tauschen, arbeiten etc. etc. All das waren ökonomisch konnotierte Tätigkeiten und das war sozusagen der Gegenstand der Ökonomie. Das endet mit Robbins. Für Robbins ist es dann eigentlich so, dass er sagt, es ist in jedwedem menschlichen Verhalten irgendwo so, dass es knappe Mittel gibt und dass es konkurrierende Ziele gibt. Das heißt, was wir eigentlich haben in der Ökonomie, ist nicht die Erforschung bestimmter ökonomischer Tätigkeiten, die sozusagen im sozialen Raum, dem Feld der Wirtschaft zugeordnet werden, sondern was wir erforschen, ist jegliches menschliches Verhalten und zwar den zentralen Aspekt dabei. Wie kommen wir von knappen Mitteln zu konkurrierenden Zielen? Wie teilen wir unsere Mittel auf konkurrierende Ziele auf? Das ist der zentrale Aspekt menschlichen Verhaltens und der beschränkt sich nicht mehr auf genuin ökonomische Tätigkeiten, sondern der ist für alles menschliche Verhalten relevant. Und daher ist es keine Überraschung, dass die Literatur zu diesem Punkt regelmäßig konstatiert, dass die Robinsche Definition zu einer signifikanten Ausdehnung des Gegenstandsbereichs der Ökonomie führt. Uskali Meke sagt, it is well known that the Robinsian definition of economics in terms of ends and scarce means is powerfully scope expanding. Ja, also wir haben viel einen größeren Gegenstandsbereich als vorher. It opens the door wider than previous definitions of economics. Wie können wir das jetzt genauer verstehen? Wir können es versuchen so zu verstehen, dass wir sagen, diese Entgrenzung, diese Ausdehnung des Gegenstandsbereichs von ökonomischem Verhalten auf alles Verhalten, das ist im Endeffekt auch die Grundlage dessen, was man ökonomischen Imperialismus nennt. Ja? Vergleichen Sie zum Beispiel hier die Zitate von Becker und Hirschleifer, zwei Vertreter des ökonomischen Imperialismus, mit dem, was Robbins sagt, und Sie werden feststellen, das, was Robbins sagt, steckt hier wieder drin. Becker zum Beispiel erklärt uns, die Definition der Ökonomie durch den Bezug auf knappe Mittel und konkurrierende Ziele ist von allen Definitionen am allgemeinsten. Also sehen Sie schon, die allgemeinste Definition führt dann bei Becker auch zur allgemeinsten Theorie. Sie definiert Ökonomie durch die Art des Problems und umfasst weitaus mehr als den Marktbereich. Na, das haben wir schon gesagt, wir gehen weg von den genuinen ökonomischen Tätigkeiten hin zu jedem menschlichen Verhalten. Ich bin der Auffassung, dass die besondere Stärke des ökonomischen Ansatzes darin liegt, dass er eine breite Skala menschlichen Verhaltens integrativ erfasst. Hirschleifer sagt uns sozusagen in einer Verteidigung des ökonomischen Imperialismus, wir beobachten, dass Ökonominnen verstärkt andere Fachgebiete besetzen. Hirschleifer versucht das vor 30 Jahren zu rechtfertigen, nicht indem er sagt, indem er ganz klar sagt, das liegt daran, dass wir es einfach am besten können und daher haben wir so eine Imperialist Invasive Power. Und warum haben wir die? Naja, das liegt daran, dass unsere analytischen Kategorien, Knappheit, Kosten, Präferenzen, Möglichkeiten, die sind truly universal.
Also es sind wirklich universelle Kategorien. Ja. Ganz ähnlich sagt zum Beispiel Edward Lasuer 2000 in seinem Aufsatz über den ökonomischen Imperialismus im Quarterly Journal of Economics: Economics is not a social science, it is a genuine science. Eine tatsächliche. Ja. Genuine ist tatsächlich, eine echte. Was heißt das jetzt für die neoklassische Praxis? Diese Entgrenzung des Gegenstandsbereichs, die bei Robbins angelegt ist und, wenn Sie so wollen, im ökonomischen Imperialismus auf die Spitze getrieben wird, die erfordert zugleich eine signifikante Reduktion der möglichen Perspektiven auf das Problem. Wir können jetzt zwar jedes Verhalten anschauen, aber immer nur aus der Perspektive knappe Mittel, konkurrierende Ziele. Ja, und wenn Sie an Gary Becker denken, dann kommt das ja besonders klar zum Ausdruck, wo dann diese Definition auf das Heiratsverhalten, Kriminalität etc. angewendet wird. Das heißt, die Schwierigkeit ist, wir sollten jetzt alles menschliche Verhalten, alle Phänomene, die im Kontext menschlichen Verhaltens auftauchen, mit nur einer einzigen Perspektive erklären. Und aus dieser durchaus schwierigen Aufgabe entsteht sowas wie verbindliche Denkfiguren. Zum Beispiel, dass eben unser Ausgangsproblem immer die Knappheit ist. Die Knappheit ist das einzige, oder zumindest, wenn es schon nicht das einzige ist, das zentrale ökonomische Problem. Und drum verfolgen wir einen utilitaristischen Zug. Oder wir können uns konkrete Sphären ökonomischer Aktivität anschauen, wie Konsum, Produktion oder die Interaktion von Marktteilnehmerinnen, und wir stellen fest, naja gut, aus diesem Fokus auf knappe Mittel und konkurrierende Ziele ergeben sich verbindliche Denkfiguren, wie im Bereich von Konsum und Produktion das Mantra der Rationalität, das uns dann zu Nutzenmaximierung und Profitmaximierung führt und auf der Ebene der normativen Interpretation uns sagt, am Ende des Tages wird alles effizient sein, zumindest im Standardmodell. Und wir haben natürlich die Rolle von Interaktion, zwischenmenschlichen Kontakten. Naja, was ist hier die Denkfigur? Jede Form von zwischenmenschlicher Interaktion ist entweder ein Wettbewerb oder ein Tausch. Und andere Interaktionsformen gibt es eigentlich. Und was sich daraus ergibt, dass dieser Kombination aus Wettbewerb und Tausch ist am Ende des Tages ein Gleichgewicht, zumindest wiederum im Standardmodell, das einhergeht mit einer effizienten Güterallokation. Und jetzt könnte man natürlich sagen, oder sollte man vielleicht sagen, ich habe über das eine Zeit lang nachgedacht, und war dann am Ende des Tages recht stolz, das herausgefunden zu haben, dass da jetzt sozusagen auf einmal der Gegenstandsbereich erweitert wird, aber dabei gleichzeitig die Perspektive, den Blick, den wir auf den Gegenstand werfen können, verengt. Ich habe mir gedacht, das ist eine Erkenntnis, ist es aber nicht, weil es steht eh schon bei Lionel Robbins auf der nächsten Seite. Er hat es eh genau gewusst, was er tut. Er schreibt dann nämlich auf Seite 16 bis 17, Economics is not about certain kinds of behavior. Also es geht nicht um gewisse Arten von Tätigkeiten, but a certain aspect of every behavior, the form imposed by the influence of scarcity. Also, Robbins hat das so schon durchschaut, dass er mit seiner Definition den Gegenstandsbereich der Ökonomie entgrenzt, aber zugleich sozusagen die Anzahl der möglichen Brillen, die wir uns aufsetzen können, um etwas zu verstehen, was in dieser ökonomischen Welt passiert, die Anzahl der möglichen Perspektiven auf eine limitiert. Jetzt können wir sagen, ist ja nicht weiter tragisch, haben wir halt die eine Perspektive, die ist vielleicht eh gut. Man könnte aber auch fragen, man kann ja mit dieser einen Perspektive Dinge erklären, wie zum Beispiel die Frage von Skill Bias Technological Change. Na, wenn Sie nochmal überlegen, wo könnte in dieser Darstellung vom Vorher am ehesten dieses Motiv der Knappheit abgebildet sein, dann ist es im Grunde aus meiner Sicht hier, nämlich es geht um die Knappheit von Humankapital, ausgedrückt in der Standardsprache.
Und das ist aus meiner Sicht der systematische Grund, warum die neoklassische Theorie zur Erklärung von steigender Einkommensungleichheit auf dieses Argument des Skill-Biased Technological Change zurückgreift, auf dieses Argument, dass technologischer Wandel die Bildungsanforderungen ändert und zu einem Verstärker von Ungleichheiten. Das ist sozusagen ein Beispiel, wie man das jetzt in Bezug auf die neoklassische Praxis reflektieren könnte. Eine andere Herangehensweise wäre einfach zu fragen, naja, was geht denn eigentlich theoretisch verloren? Ja, bleiben wir bei diesem Argument von Rothschild, was geht denn eigentlich verloren, wenn wir das so betrachten? Und da würde ich sagen, kann man viel aufschreiben, ich habe mal 4 Dinge aufgeschrieben. Ich meine, es geht verloren jeder Fokus auf nicht tausch- oder wettbewerbsbasierte Interaktionsmodi, zum Beispiel Hierarchie oder Kooperation. Keine Einwände? Hierarchie gibt es ja, könnte man jetzt sagen, in Principal-Agent-Modellen. Ne? Aber wenn man sich genau anschaut, sieht man, dass die Hierarchie eigentlich nur ein Frame ist, um wiederum ein Optimierungsproblem zu präsentieren. Die Hierarchie wird gesetzt und nicht mehr verstanden. Und in der Hierarchie gibt sich das Optimierungsproblem. Na, welches ist es? Der Principal möchte gern, dass der Arbeiter viel arbeitet und der Arbeiter, der Agent, ist ja nicht so sicher, ob er das tun will, weil eigentlich ist er faul und es geht irgendwie dann um diesen Konflikt. Ne? Oder man könnte sagen, Moment, Kooperation kommt doch in der ökonomischen Forschung vor. Denken Sie nur an Fair und Schmidt's Paper 1999 im Quarterly Journal of Economics, A Theory of Fairness and Cooperation hieß es, glaube ich. Na, was sagen die dort? Die sagen doch dort, dass Menschen kooperieren. Ja, aber wir müssen uns genau anschauen, wie. Wie machen sie denn das? Ne? Fair und Schmidt finden in ihren Experimenten, dass sich die Menschen nicht so verhalten wie der Homo economicus. Sie finden in ihren Experimenten, dass die Leute kooperativ eingestellt sind. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und wie erklären sie das? Sie sagen, naja, unsere Agentinnen da im Labor, die haben eine Nutzenfunktion und da stecken jetzt schon dieser Vektor an Payoffs, an Auszahlungen drin, aber es steckt auch drin eine Ungleichheitsaversion. Ja? Und weil das den Leuten dann sozusagen so viel Schaden macht, so viel Disutility stiftet, wenn die Situation ungleich ist, wollen Sie im Rahmen Ihrer Nutzenmaximierung nicht nur diese Payoffs maximieren, sondern auch die Ungleichheit reduzieren. Sie sehen, es gibt hier Kooperation, aber nur, wenn Sie durch den Frame eines sozusagen egoistischen, rein selbstmotivierten Individuums gerechtfertigt werden kann. Diese Ungleichheitsaversion führt dazu, dass ich sage, die Akteurinnen vermeiden Ungleichheit im sozialen Raum, weil sie damit sich selbst was Gutes tun am Ende des Tages. Ja, also Sie sehen, selbst an den Stellen, wo Hierarchie oder Kooperation noch auftaucht, steht es immer unter dem Mantra knappe Mittel, konkurrierende Ziele. Diese Dinge haben kein Eigenleben mehr. Sie müssen aus der Theorie abgeleitet werden. Auch wenn das dann teilweise kuriose Ausmaße annimmt, weil wenn Sie sagen, die Leute sind altruistisch, weil sie egoistisch sind, wird es irgendwann komisch. Was aus meiner Sicht auch verloren geht, was man ganz klar beobachten kann, ist, dass der Fokus auf den methodologischen Individualismus, weil es müssen ja immer Individuen sein, die knappe Mittel haben und konkurrierende Ziele definieren, der Blick auf makroökonomische Aggregate und überhaupt auf ein makroökonomisches Verständnis verloren geht. Es gibt da diese Kampfparole nach einer Mikrofundierung der Makroökonomie, die dazu führt, dass man Phänomene, die eigentlich im Aggregat sehr gut und sehr leicht verstehbar sind, nicht mehr verstehen kann, weil man alles versucht, aus Individuen abzuleiten. Und das ist natürlich viel, viel komplizierter, weil wir im Normalfall, wenn wir eine Menge an Individuen aggregieren, nicht einfach nur aufsummieren können, sondern die ganzen Beziehungen zwischen diesen Individuen berücksichtigen müssen. Das ist etwas, was normal in der Ökonomie nicht gemacht wird. Und das ist aus meiner Sicht ein Grund, warum die moderne neoklassische Makroökonomie, egal ob Real Business Cycle oder Dynamic Stochastic General Equilibrium,
ein grundsätzliches Strukturproblem. Was auch verloren geht, sind Aspekte des sozialen Wandels und die Entstehung von Institutionen. Es gibt in einer Welt, ja, Sie haben es ja vorher gesehen, der Homo economicus, der kann eigentlich keine Fehler machen, weil er optimiert und dann hat er die perfekte Lösung gefunden. Und in so einer Welt, in der alles perfekt und optimal und im Gleichgewicht gibt, kann es weder Veränderung geben, noch etwas Neues. Es kann eigentlich nichts Neues entstehen, wenn alles optimal ist. Naja, und was geht noch verloren? Ich meine, was verloren geht, ist durch diesen impliziten normativen Fokus auf Effizienz, die Berücksichtigung anderer potenzieller Wertvorstellungen, und Wertvorstellungen sind ja dann am Ende des Tages immer auch politische Ziele. Und naja, was verloren geht, ist zum Beispiel der Fokus auf die Gerechtigkeit, manchmal auch der Fokus auf Freiheit und Demokratie. Ja, also vor 2-3 Jahren konnten Sie ja in manchen Zeitungen Kommentare, Leserinnenbriefe, Leserkommentare von Ökonominnen lesen, die sagten, es ist ja ganz gut, dass der Finanzmarkt endlich mal die Demokratie diszipliniert, weil die neigt dazu, sich immer zu viel zu verschulden. Also Fragen von Gerechtigkeit und Freiheit gehen unter und aus meiner Sicht, auch wenn es eine Umweltökonomie gibt, auch Fragen von Nachhaltigkeit spielen nur eine zweite Rolle. Das wäre jetzt sozusagen die Perspektive auf die Theorie. Was geht in der Theorie verloren? Welche Dinge spielen dann in der ökonomischen Forschung und auch Lehre kaum mehr eine Rolle, die eigentlich spannend wären? Aber es gibt zu dem Ganzen auch, wenn Sie so wollen, eine sozial-institutionelle Seite. Und diese ist jene, dass man die Theorie rationalen Verhaltens als Zugehörigkeitskriterium zur Disziplin versteht. Wer sein ökonomisches Argument nicht auf einem Nutzenmaximierungsmodell aufbauen kann, der ist einfach kein Ökonom oder keine Ökonomin. Man sagt also, dass theoretische Ansätze, die nicht diesem Optimierungsprinzip folgen, einfach nicht ökonomische Ansätze sind. Berühmt ist etwa Paul Samuelsons Ausspruch, John Kenneth Galbraith sei gar kein Ökonom, hat er zu einem Journalisten gesagt. Der Journalist hat dann Galbraith angerufen und Galbraith hat gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Paul das gesagt hat, sowas würde er doch nie sagen. Oder wie es in den 60er, 70er Jahren die Kapitalkontroverse gab und John Robbins in einem Diskussionsbeitrag ans Journal of Political Economy geschickt hat, haben sie ihr zurückgeschrieben, sie soll es doch bei einem so einem Journal für Amateur, Intellektuelle und Rätsellöser versuchen mit ihrem kryptischen Aufsatz. Ich meine, der Aufsatz war vielleicht kryptisch, aber man sieht sozusagen diese vorurteilsbehaftete Rolle des Optimierungsprinzips, das als Ausgrenzungskriterium fungiert. Das heißt, was wir haben, ist die Verbindlichkeit des Optimierungsprinzips sowohl in ökonomischer Theorie als auch in der experimentellen Ökonomie. Die experimentelle oder Verhaltensökonomie hat zwar total viele interessante Findings, aber wenn Sie sich das im Detail anschauen, ist es sehr oft so, man macht ein Experiment, dann findet man, dass sich die Leute nicht so verhalten, wie man es erwartet hat. Und dann stellt man die große Rätselfrage, was müssen wir denn jetzt da in die Präferenzen reinschreiben, dass das Verhalten, das wir im Labor beobachtet haben, dann doch rauskommt aus der Theorie. Ja? Wir haben extreme Freiheitsgrade hier bei den Präferenzen, die mir natürlich, siehe Ungleichheitsaversion, am Ende des Tages erlauben, jedwedes Ergebnis abzuleiten. Ja? Also wenn Sie sich denken, der Buddhist ist ein Gegenbeispiel, weil der geht den ganzen Tag am Berg fasten, dann sind Sie falsch, weil der ist halt einfach egoistisch, will fasten, das bringt ihm den meisten Nutzen und deswegen geht er fasten. Oder wenn ich mir hier jetzt spontan das linke Bein abtrenne, dann habe ich halt eine Präferenz für ein einbeiniges Leben, ich hüpfe so gern auf einem Bein und nichts und kein, egal wie kreativ Sie sind, Sie können bei nicht spezifizierten Präferenzen bei einem One-Shot-Game, also bei einer einzelnen Entscheidung, nichts erfinden, das nicht mit einer Nutzenfunktion vereinbar ist. Wenn Sie mehrmals spielen, geht es vielleicht. Also wenn man heute den Fuß abschneidet und morgen wieder gern zwei hätte, dann war es intransitiv. Wobei, das war dann nicht mein Hauptproblem. Ne? Soweit dazu. Also wir sehen, diese neoklassische Praxis hat nicht nur Folgen für die Theorie, wo es zu einer Einengung kommt, sondern es, wie immer, es menschelt, auch Wissenschaft wird von Menschen gemacht und es ist auch dann ein soziales Zugehörigkeitskriterium.
Also versuchen wir nochmal die Frage zu beantworten, ist jetzt die neoklassische Ökonomie monistisch oder ist sie nicht pluralistisch? Und ich meine, dass man argumentieren kann, dass die Theorie rationalen Handels als universelle oder allgemeinste Theorie, wie sie halt verwendet wird, durchaus einen monistischen Charakter hat. Sie steht im Widerspruch zu dem prinzipiellen Einwand, dass es keine allgemeinsten oder vollständigen Theorien gibt, was ja zumindest von einem Gutteil der Vertreterinnen oder einem Teil der Vertreterinnen der neoklassischen Ökonomie durchaus behauptet. Sie steht aus meiner Sicht in Konflikt mit dem empirischen Einwand, der sich auf die Vielschichtigkeit der Realität beruft, dass sie durch diesen ständigen Fokus auf ökonomische Knappheit viele andere potenzielle Sichtweisen und Perspektiven ausschließt. Und drittens erregt sie zumindest Skepsis hinsichtlich des praktischen Einwands. Kann es denn sein, dass wenn eine Theorie so eine dominante Stellung hat, dass sozusagen überhaupt im Rahmen dieser Theoriewahl, dass es da überhaupt Alternativen gibt? Da können wir jetzt sozusagen auf Basis dieser allgemeinen Betrachtung skeptisch sein. Am Ende des Tages ist ja eine empirische Frage. Wir müssen in die Forschung schauen und müssen tatsächlich uns fragen, werden vielleicht konkurrierende Erklärungsansätze in empirischen Arbeiten berücksichtigt oder nicht? Das müssten wir analysieren. Ich habe es auch analysiert, aber ich zeige die Ergebnisse nicht, ich habe nur eine Stunde. Zum Abschluss, die paradigmatische Struktur der Ökonomie sieht aus meiner Sicht in ungefähr so aus. Wir haben so etwas wie einen neoklassischen Kern, eine neoklassische Orthodoxie, wenn man so in dieses Kirchenlatein zurücksteigen will. Und diese neoklassische Orthodoxie können wir im ungefähr gleichsetzen mit Textbook Economics. Und dann haben wir einen Mainstream. Der Mainstream ist breiter, ist vielfältiger, auch und gerade was die politischen Perspektiven und die Policy-Vorschläge betrifft, ist aber angebunden an dieses neoklassische Paradigma. Und ich denke mir, die Verhaltensökonomie ist ein gutes Beispiel für etwas, was sich eindeutig im Mainstream bewegt, in diesen theoretischen Rahmen der Neoklassik eingebettet ist, aber trotzdem nicht mehr in diesem Stil wie in den 60er Jahren, die diese Theorie als orthodox und immer war und a priori war und so weiter verteilt. Dann gibt es aus meiner Sicht zwei Kategorien von Dissenters. Es gibt Dissenters, die sind im Mainstream, und die sind vielleicht gar nicht so unzufrieden mit der Mainstream-Theorie, oder vielleicht auch doch, aber sie könnten auch einfach nur unzufrieden sein mit der Dominanz der neoklassischen Theorie. Ja, sie finden immer wieder Kolleginnen, die arbeiten gern neoklassisch und wären eigentlich offen für andere Ansätze und finden diese Dominanz der eigenen Richtung auch durchaus seltsam, bedenklich oder einengend oder manchmal vielleicht auch einfach nur eintönig. Das heißt, es gibt natürlich auch innerhalb des Mainstreams viele Leute, die sozusagen die dominanten Argumente aus diesem neoklassischen Kern hier kritisch hinterfragen. Gerade in der wirtschaftspolitischen Diskussion sind da durchaus einige klingende Namen dabei. Denken Sie an Krugman, Stiglitz, Piketty etc. Naja, und dann gibt es eine andere Gruppe von Dissenters, die wäre sozusagen etwas grundsätzlicher motiviert. Und das sind diese verschiedenen kleinen heterodoxen Schulen, wo ich hier ein paar aufgeschrieben habe, die ökologische Ökonomie, den Postkeynesianismus, die feministische Ökonomie, österreichische Schule, evolutionäre, institutionalistische Ökonomie, man könnte noch andere finden, dazu schreiben, ja, denken Sie an den Marxismus, Regulationstheorie etc. Wir finden, wenn wir uns global orientieren, ganz viele solche kleinen Inseln, in denen Leute versuchen, Ökonomie auf eine andere Art zu praktizieren, auf eine andere Art zu betreiben. Und wenn wir uns sozusagen die Größenverhältnisse anschauen, dann könnten wir sagen, dieser große Kreis hier ist im Endeffekt ca. 97% oder 98% der globalen Disziplin. Diese kleinen Flecken sind in Summe die restlichen 2-3%. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bevor ich ganz abschließende Worte sage, ist vielleicht noch die Zeit für Fragen und eventuelle Diskussion. Ich glaube, es gibt genug spannende Themen, über die man reden kann.
Ja, bitte. Das mit dem Skill-Biased Technological Change, der gute Galbraith hat in Inequality and Instability schon geschrieben, ja, das ist ein gutes Beispiel für schlechte Ideen, die nicht stimmt, aber immer noch mal umspuckt. Ist das Ding nicht schon lang tot? Nein, überhaupt nicht. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt, ich weiß nicht, ob Sie es gemacht haben, aber ich habe es müssen, weil ich über Rezension geschrieben, wenn Sie Piketty lesen, werden Sie sehen, dass es sich an die ganzen neoklassischen Verteilungstheorien, also mal grundsätzlich Grenzproduktivitätstheorie, die ja im Endeffekt die sozialphilosophische Botschaft hat, jeder bekommt das, was er verdient. Und sozusagen die Auswüchse wie Skill-Based Technological Change oder Economics of Superstars, kennen Sie Economics of Superstars? Da sagt man, Economics of Superstars ist eine Spielart des Skill-Based Technological Change. Man sagt, es gibt besonders talentierte Individuen, unfassbar smarte CEOs, großartig charismatische Schauspieler. Im Wandel kann der CEO viel mehr Leute steuern und kann der Schauspieler oder die Schauspielerin viel mehr Menschen bespaßen. Und durch sozusagen diesen technologischen Multiplikator werden die zu Superstars und das erklärt, warum die so unfassbar viel verdienen. Was ist mit diesen ILM-Geschichten, also so Labor Market Polarization? So irgendwie, wie wir damit beschäftigt uns, macht, okay, das ist jetzt das neue Liebeding, das SBTC verdrängen soll. Das glaube ich schon. Das sagt mir jetzt quasi vom Begriff nichts. Freue mich, wenn Sie mir nur das in zwei Sätze erklären. Aber wie gesagt, also wenn Sie zum Beispiel in Piketty schauen, der schreibt 700 Seiten und ist sicher einigermaßen firmly in der Neoklassik verankert. Und von den 700 Seiten sind 350 bis 400 Seiten rein Auseinandersetzung mit diesen neoklassischen Ansätzen. Und das ist ganz interessant zu sehen. Also er schreibt am Anfang immer, die Grenzproduktivitätstheorie oder das Skill-Based Technological Change, der kann gar nichts erklären. Und dann vergleicht das mit seinen Daten und kommt irgendwie drauf, es geht wirklich nicht recht viel. Und am Ende vom Kapitel schreibt er aber dann doch wieder, so schlecht ist es gar nicht. Also, und da sehen Sie, wenn Sie das kritisch lesen, das Buch, da sehen Sie, obwohl er am Anfang sagt, er findet es teilweise ein bisschen kindisch, wie sozusagen einstirnig die Ökonomie ist, auch mit ihrer Mathematisierung, ist er doch sehr bedacht darauf, gewisse soziale Grenzlinien nicht zu überschreiten. Also es ist auch soziologisch, wissenschaftssoziologisch ganz interessant zu lesen. Sie haben davor den Indikator, das nächste Indikator, individuelle Zufriedenheit. Ich meine, das ist ja schon und nett, aber auf Mikroebene traue ich Ihnen zu, dass Sie das messen, aber auf Makroebene so ein Indikator, das Ziel wird definiert, ist doch, man bringt das irgendwas oder wie gehen Sie mit dem um? Also, was ist das bitte? Ja? Das klassische Resultat dazu ist 40 Jahre alt und heißt Easterlin-Paradox. Wir beobachten, dass trotz steigenden Einkommen die Zufriedenheitswerte nicht steigen. Und da werden einfach die Leute befragt auf unterschiedlichsten Orten, wie geht es ihnen. Jetzt kann man die Methodologie solcher Befragungen und kann man natürlich auf verschiedenste Ebenen in Frage stellen und nichts davon ist sakrosankt. Also in der Wissenschaft überhaupt nichts ist sakrosankt. Aber wenn Sie sich doch zum Beispiel das für Amerika anschauen, dann finden Sie, Sie finden es für Westeuropa auch im Wesentlichen, dass die so ab etwa, sagen wir, 45 die Zufriedenheit steigt und dann irgendwann ab ungefähr 70 eher konstant wird, während das BIP weiter wächst. Ja? Dieses Resultat ist als Easterlin-Paradoxon bezeichnet worden und es stellt sich die Frage, warum führt mehr Geld nicht zu mehr Nutzen? Weil wenn sie die Budget gerade verschiebt, sollte es ja eigentlich mehr Güter erlauben und mehr Nutzen bringen. Und es gibt unterschiedliche Antworten dafür. Eine Antwort bezieht sich nicht auf dieses evolutionär-institutionalistische Argument, sondern würde sagen, es gibt halt so einen Bereich, der ist ungefähr beim 1,5- bis 2-fachen des Existenzminimums. Und ab diesem Bereich führt zusätzliches Einkommen nicht mehr zu zusätzlichem Nutzen. Also ich habe zum Beispiel einmal ein Paper zur Glücksforschung in der Hand gehabt, wo sie sagen, eine gut funktionierende Ehe ist so viel wert wie $150.000 Einkommen im Jahr. Sind Sie bei einer klassischen neoklassischen Funktion Zufriedenheit ist gleich Nutzen? Ja,
wird da, also so in dem Frame findet diese Diskussion statt. Und da kann man jetzt natürlich, also ganz viele Kolleginnen, die stärker am Nutzen- und Funktionsparadigmen hängen, würden sagen, die Befragungen kannst du alle da nicht haben, weil wenn einer in Kenia sagt, mir geht es auf die Frage, wie geht es Ihnen auf 1 bis 10, 7, dann kann man das nicht vergleichen mit einem Österreicherin oder Österreicher, der sagt 7. Ne? Kann man natürlich über alles diskutieren. Faktum ist, das Resultat hat es zu einer gewissen Berühmtheit geschafft, das Easterlin-Paradoxon. Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man das erklärt. Ein Ansatz wäre eben zu sagen, sobald die Grundbedürfnisse gestillt sind, ist es mit der Zufriedenheitssteigerung nicht mehr so einfach durch zusätzliches Einkommen. Der institutionalistische Ansatz wird sagen, die eigentliche Zufriedenheit der Menschen hängt nicht ab von dem, was sie konsumieren, sondern der Differenz zwischen Konsumaspiration und tatsächlich erreichtem Konsum. Ja? Und das ist ja auch was sie ganz stark, also was das durchaus in gewisse Einzelteile des Mainstreams geschafft hat. Also wenn Sie zum Beispiel das Überblickspaper von Matthew Rabin nehmen aus dem Journal of Economic Literature zu Psychology and Economics, da werden Sie auch Nutzenfunktionen finden mit so Referenzniveaus, wo man das dann alles schon einbaut hat. Also das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu erklären. Zwei fallen mir spontan ein, ich glaube, es gibt in der Literatur nur einige mehr. Ich bin ein bisschen egoistisch, vielleicht könnte man die Tür aufmachen, aber ich glaube, die Frage ist die soziale. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ja. Und zwar noch eine Frage: Wie würde nach deiner Ansicht ein Volkswirtschaftsstudium ausschauen müssen? Ich glaube, ich kann jetzt kein komplettes Curriculum vorlegen, das habe ich mir noch nie so durchüberlegt. Aber ich glaube, was auf jeden Fall fördert, ist, zumindest wenn ich jetzt an meine eigene Ausbildung denke, was auf jeden Fall fördert, ist eine umfassende Ausbildung in Theoriegeschichte. Die meisten Argumente, die ich in meinem Studium gelernt habe, gerade in die Theoriekurse mit der vielen Mathe sozusagen, kamen alle schon 150 Jahre früher vor, kamen alle auch in verbaler Form vor, haben alle eine gewisse Geschichte, auch eine politökonomische Geschichte, das heißt, das waren ja auch politische Argumente immer, und da ist schon also quasi aus meiner Sicht diese völlige Abtrennung des Analytischen von der Geschichte dazu ein schweres Defizit. Weiters bin ich der Meinung, dass Ökonominnen dringend eine breitere Methodenvielfalt brauchen würden. Also es ist einfach traurig, wenn jemand in einem VWL-Dissertantinnen-Kolloquium rausgeschmissen wird, weil er sich getraut hat, qualitative Interviews zu machen. Weiters bin ich der Meinung, dass man vermutlich sowas bräuchte wie eine stärkere interdisziplinäre Auseinandersetzung. Ich habe mal zum Spaß verglichen einen VWL-Studienplan aus dem Jahr 1973, JKU Linz, mit einem aus dem Jahr 2005 oder 2006 war das, auch JKU Linz. Und dort werden Sie finden, dass 1973 60% des Faches VWL, Philosophie, Soziologie, Geschichte, Mathematik und Statistik von Mathematikern und Statistikern oder Mathematikerinnen und Statistikerinnen unterrichtet, nicht von Ökonomen, Ökonominnen. Das heißt, sie finden dort ein ganz anderes Verständnis von Volkswirtschaftslehre, wo Volkswirtschaftslehre ein Drittel von, die engere Volkswirtschaftslehre ein Drittel vom Curriculum ist, und diese Wissenschaft ist eingebettet in ein Sammelsurium für umliegende Wissenschaften von Philosophie, Geschichte, Soziologie bis hin zu Arbeitstechniken, Mathematik, Statistik. Und ich glaube eigentlich, dass diese Ausrichtung nicht zu übel war. Ich erinnere mich, als ich mit dem Studium fertig war, 2006, wollte ich etwas in diese Richtung unternehmen und bin bei mir im Institut herumgelaufen, in der Hoffnung, die Menschen zu überzeugen, eine Lehrveranstaltung in Dogmengeschichte einzurichten. Die gab es bei uns nämlich gar nicht mehr. Und eine Einstellung, auf die ich damals getroffen bin, ist, wie ich vorgeschlagen habe, so einen Kurs einzurichten in der Institutskonferenz, war die Immediate Reaction, aber das setzt ja den Leuten nur Flausen in den Kopf. Und eine andere Reaktion war, dass jemand, ein älterer Professor gesagt hat, Sie haben mit Ihrem Anliegen sowieso keine Chance hier in der Institutskonferenz, versuchen Sie es mit Einzelgesprächen. Ja, die Einzelgespräche haben wir geführt und irgendwie, wenn Sie dann allein waren, waren Sie gefügiger. Es gab dann die Vorlesung, weil wir in Einzelgesprächen genug Leuten überzeugen konnten. Und in einem dieser Einzelgespräche hat ein älterer Professor gesagt, ja, ich verstehe alle Ihre Argumente, zum Beispiel, wenn Sie sagen, dass
im Homo economicus Modell eigentlich der Utilitarismus drinnen steckt. Aber Sie müssen schon die Kolleginnen verstehen, die wissen das ja alle nicht mehr, weil die haben das im Studium ja nicht mehr gelernt. Und ich meine, dass ein bisschen mehr zurück zu diesem Oldschool-Stil, wie es auch der Kurt Rothschild vertritt, dass das durchaus wünschenswert wäre und dass man da im Curriculum viel machen kann. Danke für den sehr nachvollziehbaren Vortrag, habe ich sehr interessant gefunden. Vor allem auch der Hinweis, dass allgemeine Theorien mit Wahrheitsanspruch natürlich immer problematisch sind. Der Eduardo Galeano, dem wird der Satz zugesprochen, dass offensichtlich die Astrologie nur deshalb erfunden worden ist, um den Anschein zu erwecken, dass die Ökonomie eine Wissenschaft ist. Aber was mir gefehlt hat bei Ihren Argumenten, ist eigentlich die Frage von Interessen und Legitimation von Interessen. Es ist ja nicht zufällig, da steckt eine Interessensposition dahinter, wenn man Einkommensunterschiede mit unterschiedlichen Qualifikationsniveaus von Humanressourcen oder von Wissensbeständen verknüpft. Ja. Und dann, dass wenn man das weglässt, die Interessen, die Legitimation von Interessen durch ökonomische Theorien, dann passiert eigentlich etwas, was ich glaube, was ganz zentral ist und heute ganz stark passiert, dass nämlich die zentrale Frage der Ökonomie gar nicht mehr gestellt wird. Wofür Ökonomie? Also welche Werte sollen für wen geschaffen werden? Also ja, ich gebe Ihnen recht, wenn man jetzt zum, also ich habe jetzt quasi versucht, bei diesem Wahrheitsding ein bisschen zu bleiben. Wenn wir eher noch Max Weber jetzt dazu eingebaut hätten mit der Werturteilsfreiheit, dann könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, es ist eigentlich nicht so schlimm, dass Effizienz als implizite Zieldimension vorkommt, solange es auch eine gewisse Vielfalt an alternativen Zieldimensionen gibt. Ja, weil das ist halt so, Wissenschaft ist so, wir entwerfen Gesetze, die kann man vielleicht praktisch brauchen und dann kann man es für unterschiedliche Ziele anwenden. Ne? Und die Gefahr ist sozusagen gar nicht, dass manchmal eine Theorie einem bestimmten Ziel zuneigt. Ja, also Sie, die traditionelle keynesianische Theorie wie Vollbeschäftigung, es gibt überall so ein implizites Ziel, der Schumpeter hätte gern mehr Dynamik und Innovation, jeder will irgendwo hin. Ne? Und meine Position dazu wäre, dass sozusagen jetzt der wissenschaftstheoretische Teil, dass das eigentlich unproblematisch ist, solange wir wiederum eine gewisse Vielfalt haben. Wenn wir die Vielfalt nicht mehr haben, dann kann es natürlich sein, dass die Disziplin eine Schlagseite bekommt und dann bekommen auch ganz viele Leute eine Schlagseite, die vielleicht sich weltanschaulich selber ganz woanders einordnen würden, weil sie mit dem Modell und mit der im Modell verpackten Weltanschauung argumentieren. Ich habe mal, es gibt eine schöne, man kann die Frage aber auch anders beantworten, die Sie gestellt haben, man kann sie auch historisch beantworten. Woher kommt die Dominanz der neoklassischen Theorie? Ich meine, das war ja nicht mein Thema, ich habe aber einen Aufsatz dazu. Und da haben wir gefunden, etwas Ähnliches, was auch der Roger Bacon, einer der anerkannten, aus meiner Sicht, anerkanntesten aktuell forschenden Dogmenhistoriker gefunden hat. Er hat gesagt, es gibt, seine Fragestellung war, wie kam es zu the rise of free market economics, also ein bisschen politökonomischer gestellt als jetzt rein auf Neoklassik, und seine Antwort war, es gibt verschiedene Faktoren, manche sind disziplinenintern, manche sind geopolitisch, aber sozusagen Ideologie gehört zu den 5-6 wichtigen Faktoren. In meiner eigenen Auseinandersetzung, wo wir stärker auf Neoklassik als Theorie abgestellt haben, haben wir eigentlich gefunden, dass ideologische Erwägungen vor allem in jeder Zeit den größten Impact haben, wo es zur Etablierung der Monopolstellung kommt. Also zum Beispiel der McCarthyismus hat viele Keynesianerinnen in den 50er Jahren von den Unis vertrieben, genauso wie Institutionalistinnen und so weiter. Der Kalte Krieg, Rand Corporation und so weiter hat es einen Einfluss auf die Entwicklung der Disziplin etc. etc. Hayek mit der Montpellier-Rose, Idee. Da können wir verschiedenste Faktoren anführen und mein Finding war in diesem Artikel oder in dieser Forschungsarbeit, dass diese ideologisch-politischen Faktoren vor allem bei der Etablierung einer gewissen Dominanz eine zentrale Rolle spielen, heute aber gar nicht mehr so essentiell sind, weil sich das Paradigma aufgrund zahlreicher selbstverstärkender Effekte im akademischen Betrieb, ja, die Leute sind so ausgebildet, sie haben selbstverstärkende Effekte durch die Lehre, sie haben es am Arbeitsmarkt, sie haben es im Publikationsbereich, sie haben jetzt eine ganz neue Dimension selbstverstärkender Effekte durch die Zitationsrankings. Zitationsrankings messen den Einfluss von Fachzeitschriften, Autorinnen, Artikeln. Und wenn Sie den Einfluss messen und glauben, der Einfluss ist Qualität und nach diesem Qualitätsmaß wiederum den Einfluss verteilen, haben Sie einen selbstverstärkenden Effekt. Und aus meiner Sicht reichen diese selbstverstärkenden Effekte völlig aus,
um die Neoklassik im Fahrwasser ihrer Dominanz zu halten, ohne dass es dafür irgendwie noch ein ideologisches Motiv heute braucht. Also das wäre so mein historischer Zugang zum Thema. Ich hoffe, das war befriedigend und nicht zu lange. Das war meine Frage. Okay, perfekt. Ideologie ist ja keine willensentscheidende Person. Ideologie ist ja nicht nur was Bewusstes. Ne? Richtig, ja. Also wenn man zum Beispiel mit aus der Ökonomie rausgeht, mit Zizek argumentiert zum Beispiel, oder mit der kritischen Theorie, dann ist Ideologie etwas, was in Materialität selbst eingeschrieben ist und umgekehrt. Insofern ist auch die Frage der Geschichtsvergessenheit der neoklassischen Ökonomie gerade, dass das im Curriculum nicht stattfindet, ja Teil dieser Ideologie, ja, und die reproduziert sich permanent auch an den Universitäten. Klar, ja, aber also quasi, Sie könnten ganz viel, was ich jetzt gesagt habe, auch sozusagen aus so einem ideologiekritischen Frame aufziehen und wo Sie dann halt, glaube ich, einen Unterschied haben, also das ist das, was ich vorher versucht habe zu sagen, wie ich gesagt habe, auch die nicht-neoklassischen Theorien haben natürlich so Zieldimensionen immer eingeschrieben, ja, und wenn es nur der Theoretiker ist, der das macht, und ich glaube, die im Sinne der kritischen Theorie die beste Waffe sozusagen gegen solche impliziten ideologischen Einschreibungen ist erstens transparent und bewusst machen und zweitens eine gewisse Vielfalt haben, weil ich glaube sozusagen, dass man aus einer sozial bedeutsamen Wissenschaft wie der Ökonomie das nicht weggekriegt. Ich glaube, da würde mir auch die kritische Theorie supporten, ne? Dass das nicht verschwinden kann. Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, das ideologische Element zu verbannen, sondern ich glaube, es geht darum, möglichst sachlich und seriös damit umzugehen, und das ist, glaube ich, was zurzeit nicht passiert, weil ihr sozusagen in diesem Fahrwasser, genau wie Sie jetzt sozusagen sagen, gibt es natürlich nicht nur Tendenzen im Sinne der Legitimierung oder Verteidigung der bestehenden Theorie, solche Reflexionsmomente einzustampfen, sondern es gibt natürlich auch die Tendenz, dass wenn jemand, sagen wir mal, einen starken moralischen Gerechtigkeitsimpetus hat, dass er, wenn er dann vor einem ökonomischen Modell steht, als Ökonom in einen inneren Konflikt kommt, und es ist die Frage, sozusagen verlasse ich mich auf das, was mein Impetus ist, oder verlasse ich mich doch lieber auf ein Modell, am Modell kann ich mich festhalten, ist die sichere Sache. Also genau um diese Dinge geht es, und ich glaube, es geht um ein bewusst und transparent machen und ein Diskutieren dieser Dinge und nicht so, wie ich jetzt eher so unter den Tisch und hoffentlich bemerkt kann. Noch eine praktische Frage. Ja? Wie würdest du vorgehen, wenn du die postkinzianische Makroökonomie in einem Studienplan unterbringen möchtest und zu unterrichten möchtest? Einzelgespräche. Ja. Nein, würde ich aber ernsthaft sagen. Ich würde sagen, also die postkinzianische Makroökonomie ist ja der letzte heterodoxe Lehrinhalt, den es an der Uni Linz gibt. Das hat zu tun mit Einzelpersonen, historisch. Aber es ist natürlich insofern, glaube ich, auch für viele Mainstream-Kolleginnen argumentierbar, weil halt man methodologisch, auch wenn es keine Nutzenfunktionen gibt, trotzdem sehr nahe am Mainstream liegt. Ja, also man verwendet formale Modelle, die hauptempirische Methode ist die Ökonometrie. Also quasi meine These war gerade, ich würde argumentieren mit, das ist eigentlich für alle diese alternativen Sachen am nähersten dran. Ist eine opportunistische Argumentation, wenn man so will. Ja. Aber ich denke mal, meine Erfahrung ist, und das sage ich jetzt quasi weniger als Wissenschaftler, der das beforscht, sondern da greife ich 7, 8 Jahre zurück, wie ich selbst nur pluraler Ökonomieaktivist war. Damals allerdings ohne Krise im Hintergrund, wäre ein bisschen schwieriger. Und da war eigentlich unsere Erkenntnis, möglichst unkonfrontativ unsere Anliegen zu präsentieren und immer sehr viel Verständnis zu zeigen, weil die Dünnhäutigkeit schon sehr groß ist. Ja, und so würde ich versuchen, die Kriterien, die meine Gesprächspartnerinnen anlegen werden, zu antizipieren. Wenn es mal um das einzelne spezielle Ding geht. Wenn es mal um die große Diskussion geht, über die Grundsatzdiskussion würde ich es nicht so machen. Aber wenn es mal um die Durchsetzung einer einzelnen Ding geht, würde ich so pragmatisch wie möglich agieren. Und zwar aus Erfahrung, ich würde mal gerne wissen, wie geht man dann so mit um? Weil unter der Hand kommen teilweise Argumente, wenn man sagt, naja, war es nicht doch vielleicht gescheit, dass man im Curriculum was unterbringt, was anderes oder vielleicht ein bisschen von dem der 10. Ricardo-Wiederholung reduziert. Ein Argument, das mir am meisten aufstößt, ist, die Leute sind zu dumm, die checken das nicht. Die kennen dann einmal das Neoklassische, was soll man da erst recht mit dem Rest anfangen? Aber wirklich O-Ton.
Ja, nein, ich glaube aber, dass auch das ist eine Verteidigungshaltung. Also denken Sie mal an, ich habe vorher das gesagt mit dem Professor, der sagt, die Kolleginnen haben das nicht mehr gelernt. Und vorher hat wer was, Sie haben gesagt, von der Astrologie. Ja? Das Witzige ist, ein Psychologe, der sagt, die Parapsychologie ist eine Pseudowissenschaft, hat das normalerweise genau angeschaut. Ja, ein Physiker, der sagt, die kalte Fusion ist eine Idee von Irren und das wird es nie geben. Und das Experiment damals von Pons und Fleischmann vor 25 Jahren war fake. Der hat sich das genau angeschaut und der hat im Hintergrund eine Erklärung und weiß, warum das sozusagen ein Betrug war oder Pseudowissenschaft war. Aber wenn Sie mit den Kolleginnen reden, so zumindest meine Erfahrung, die wissen das nicht. Wie ich Mikroökonomie gemacht habe und wir haben das Giften gut gelernt, Sie wissen, das Gut, wo sozusagen mit dem Preis die Nachfrage steigt. Da habe ich einen Fehler gemacht, weil ich habe nicht gewusst, wer Robert Giffen ist und die Kartoffelgeschichte nicht gekannt. Und jetzt habe ich gefragt, ist das ein Weblen-Gut? Im Vortrag gesagt, wer ist Weblen? Oder ein anderes Beispiel aus der Makroökonomie. Ich bin zum Dozenten gegangen und habe gesagt, nee, ich lese gerade schon Peters Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Der Dozent schüttelt, leicht erschüttert den Kopf. Und sagt, wie kann man nur glauben, dass in einem 100 Jahre alten Buch was Gescheiteres drinsteht, als in der neuesten Ausgabe von der American Economic Review. Das heißt sozusagen, dieses Wissen ist nicht mehr, also es ist nicht nur nicht mehr vorhanden bei vielen und daraus entsteht eine Verteidigungshaltung, wenn lernt, wie in der Wissenschaft zugeben, dass er was nicht weiß. Tut man nicht. Ja, zumindest in manchen Fachfächern mehr, in manchen weniger, sagen wir so. Also ich glaube, dass teilweise Nichtwissen ist und aus diesem Nichtwissen entsteht eine Verteidigungshaltung. Und natürlich, wenn ich selber nicht weiß, erscheint es mir auch gleich recht kompliziert. Und dann liegt natürlich das Argument auf der Hand zu sagen, Moment, ich habe selber nicht verstanden, wieso ich denn der Student verstehe oder die Studentin verstehe. So würde ich das betrachten. Aber das ist ja dann eine Frage vom Verständnis von Wissenschaft, nämlich der Wissenschaft selber. Geht es um Wahrheit oder geht es darum, wie Zygmunt Bauman sagt, Sozialwissenschaft heute, mit heute meint er nach dem Holocaust, kann nicht mehr die Aufgabe haben, Wahrheiten zu behaupten, sondern Wahrheiten in Frage zu stellen und Alternativen anzubieten. Und das wäre für mich eigentlich das triftigste Argument, Alternativen anzubieten, weil wenn ich nur eine Auswahlmöglichkeit habe, dann habe ich natürlich auch keine Denkalternativen, keine Handlungsalternativen. Also das, was Sie gerade sagen, ist, wenn Sie so wollen, der kritisch-rationalistische Leitspruch. Ja, ich kann nicht einfach nur Wahrheiten aufstellen, sondern ich sollte eher Statements aufstellen und die dann möglichst kritisch beschissen und das, was einigermaßen stehen bleibt, das ist einmal vorläufig anerkannt, aber wahr ist ein großes Wort und so weiter und so fort. Und da geht es genau, also quasi aus diesem kritisch-rationalen Impetus heraus, geht es genau um diese verfügbar machen möglichst viele verschiedene Alternativen, um sozusagen auch diese gesellschaftliche Rolle der Sozialwissenschaft als kritische Einheit, die hinterfragt und aufklärt und so, besser zu erfüllen. Also das wäre sozusagen voll auf der Linie von kritischer Rationalismus als Wissenschafts- und Gesellschaftsprogramm, wenn man es so sehen will. Ich sehe auch nur das einfach praktisch in der Ökonomie nicht realisiert. Also ich gebe Ihnen völlig recht. Ich gebe Ihnen nicht nur recht bei der Analyse der Situation, sondern auch bei der Zieldimension. Ich glaube, dass das ziemlich eng an dem angebunden ist, was ich gesagt habe. Sozusagen für die Ökonomie kann ich nichts anderes konstatieren, als dass das absent ist. Und es ist aus meiner Sicht auch so, also man trifft, wir machen ja bei uns im Institut Philosophie für Sozialwissenschaften und interagieren auch mit den anderen sozialwissenschaftlichen Instituten und es gibt einfach halt nur in Linz nur ein Institut, das sagt, eine echte Wissenschaft ist es nur dann, wenn es nur eine Theorie gibt. Und das ist die Ökonomie. Und damit ist sie auch, obwohl sie sich selbst manchmal das zuschreiben, ganz, ganz weit weg vom Popperschen Ideal. Ganz weit weg. Man rechtfertigt das dann meistens mit so einem falsch verstandenen Lackertosch, wenn man überhaupt in der Richtung sich was überlegt hat. Und sie finden, meines Wissens nach, diese Position, eine echte Wissenschaft ist nur dann, wenn es nur eine Theorie gibt, finden sie in keiner anderen Disziplin. Und ich glaube aber, dass das so eigentlich was ist, genau wie in diesem Lasseard-Zitat mit Economics is not a social science, it's a genuine science. Eigentlich ist das was auf, ist das ein Identitätsmerkmal. So was, auf was man stolz ist und über das man sich definiert. Machen Sie, gehen Sie auf irgendeinen Ökonomen-Stammtisch und Sie hören die ganze Zeit Witze über Nutzenfunktionen. Wie müsste man das jetzt machen, damit es rational war? Das war jetzt aber nicht rational. Die ganze Zeit. Also, ja. Ich versuche manchmal den sozialen Kontakt zu suchen und da fällt es sehr schnell ab.
ich habe mir gerade gedacht, also wir als plurale Ökonomik versuchen ja die Verfügbarkeit von so alternativen Ideen irgendwie zu realisieren. Mhm. Hast du einen Tipp für uns? Was wir gemacht haben, wie wir, also wie wir jung waren, wir haben gemacht Lesekreise, wo man jetzt sozusagen nicht Anwälzer oder so, sondern möglichst divers und themenvielfältig und teilweise auch mit aktueller Literatur. Wir haben ja immer versucht, vernünftige Leute einzubinden, die VWL studieren und die grundsätzlich kein Problem haben mit der Neoklassik, aber die gern breiter diskutieren, weil das einfach auch spannend ist. Und man sieht, man kriegt dann auch ein differenzierteres Bild von der neoklassischen Theorie. Nicht jede Idee, die dort überall vorkommt, ist mies oder so, sondern es gibt schon ein paar smarte Sachen. Die Neoklassik war aus meiner Sicht schon durchaus wichtiger Bestandteil einer pluralistisch verstandenen Ökonomie. Sie war halt nur ein Viertel oder ein Fünftel von dem, was sie heute ist, weil Platz dann war für andere. Was wir noch gemacht haben, ist, wir haben uns selber Reader gemacht und produziert. Damals haben wir es nur drucken müssen. Heute inzwischen kann man es alles auf Dropbox oder sonst wo stellen. Also so einfach das Heft selber in die Hand nehmen, sich selber weiterbilden in dem Bereich, dann kann man auch kritische Fragen stellen. Also nach 2 Jahren Lesekreis war ich so weit, war ich so weit, dass ich vor jeder VWL-Vorlesung immer 3 kritische Fragen überlegt. Und wenn man das mal macht, dann kommen nach der Vorlesung auch Leute her und sagen, boah, was muss man gelesen haben, damit man solche Fragen stellen kann. Man kommt in Diskussionen und manche Vortragenden finden es furchtbar und schreiben einmal lebenslang auf die rote Listen. Manche finden es, obwohl sie vielleicht die Sachen gern vertreten und unterrichten würden ohne Störung, dann trotzdem kreativ und sympathisch. Also ich kann einfach nur raten, sie mit Ökonomie beschäftigen, ist die beste Methode. Und irgendwann muss man dann auch wahrscheinlich, muss man eine kritische Masse haben, die groß genug ist, sodass man selber auch irgendwann dann die nächste Generation oder einen Teil der nächsten Generation an Forscherinnen stellen kann. Ja, die Ökonomie, so wie sie traditionell aufgestellt ist, verliert zusehends an Studierende. Sie verliert aus meiner Sicht viel Talente, eben weil talentierte Leute dann oft feststellen, da rennt was falsch und wir müssen woanders hin und wir müssen im Grunde da das wieder ein bisschen zurückreiten auf Perspektive von den nächsten 10, 15 Jahren. Also am Ende des Tages muss man, glaube ich, schon den Anspruch erheben, einfach eigene Forschungsaktivität zu entwickeln. Auf sich alleine gestellt ist es dann meistens, aber es ist vielleicht nichts für morgen, aber in 2, 3, 4 Jahren ist das, glaube ich, was man sich schon überlegen muss und was sich jeder und jede selber überlegen muss natürlich. Aber es ist, im Endeffekt änderst du die Wissenschaft immer nur in der Wissenschaft. Ja, und Max Planck hat einmal gesagt, Science proceeds funeral by funeral. Also es gibt immer eine nächste Generation und damit ist die Geschichte nie vorbei.